Leute, heute sitze ich mal vor der Kamera und stehe nicht dahinter. Grund ist, ich möchte mit euch über Politik reden. Auslöser ist natürlich die Wahl am Sonntag hier in Sachsen-Anhalt. Die CDU hat das Rennen gemacht und AfD ist Platz 2. Das Bemerkenswerte ist jetzt an der Wahl bei der AfD, dass zumindest laut ZDF 75% der Wähler die AfD gewählt haben, um der CDU einen Denkzettel zu verpassen. Die AfD meinte dazu, es wären nur 50%, aber das heißt immer noch, dass rund die Hälfte der Wähler die AfD lediglich aus Frust gewählt haben, ohne sich mit den Inhalten tatsächlich zu befassen oder sich damit zu identifizieren. Und eben für diese Leute habe ich mir jetzt das Wahlprogramm der AfD mal durchgelesen und möchte euch dazu ein bisschen was sagen. Außerdem möchte ich herausstellen, dass es nicht besonders sinnvoll ist, aus Frust die AfD zu wählen, da sie sich von der CDU nur augenscheinlich unterscheidet. Großer Aufhänger ist natürlich die Flüchtlingsproblematik und die AfD ist der Meinung, mit dem Problem besser umgehen zu können als die CDU. Ich persönlich bin da anderer Meinung, denn es gehört mehr dazu, als Zäune zu bauen oder alle Flüchtlinge in Deutschland wieder rauszuschmeißen, Länder einfach als sichere Herkunftsländer zu deklarieren, auch wenn da immer noch Notstand herrscht. Denn letztendlich brauchen wir, um Probleme zu lösen, auch entsprechendes Kapital. Und wenn ihr glaubt, dass nur das pure Rausschmeißen der Flüchtlinge unsere finanzielle Situation wieder bessern wird, da seid ihr ein wenig auf den Holzweg. Ich weiß natürlich, dass es bei der Flüchtlingsproblematik auch noch um Gewalt geht, um Integration, um unterschiedliche Kulturen und unterschiedlichen Glauben. Darauf möchte ich jetzt allerdings nicht eingehen. Ich möchte auf ein Problem eingehen, das uns viel direkter betrifft als im Moment die Flüchtlingsproblematik. Und das ist die Wirtschaftspolitik. Die Wirtschaftspolitik der CDU, wie wir sie im Moment erleben, und die Wirtschaftspolitik der AfD, wie es im Wahlprogramm steht. Die Wirtschaftspolitik der CDU sieht im Moment so aus, dass wir zum Sparen angehalten werden wegen der Schulden. Es sollen keine neuen Schulden aufgenommen werden. In der Praxis bedeutet das jedoch, dass an der Kultur gespart wird, es wird an der Bildung gespart. Und es wird natürlich an den sozialen Systemen gespart, in denen sie abgebaut werden. Betrifft Krankenkasse, Rentenversicherung und andere. Ziel ist es wiederum Wachstum der Wirtschaft. Es geht um nichts anderes mehr als um Wachstum. Unsere Wirtschaft muss ständig wachsen. Die AfD verfolgt dabei ähnliche Ziele, ist hier noch ein wenig unrealistischer, denn die Schulden, die sollen weiterhin abgebaut werden, sollen keine neuen aufgenommen werden, aber wiederum soll investiert werden in Bildung, was sicherlich vernünftig klingt. Allerdings stellt sich natürlich die Frage, wie ohne Konzepte denn das realisiert werden soll, denn das Geld soll ja irgendwo herkommen. Die AfD hat hier keinen Plan. Das nenne ich billigen Populismus, denn wir wollen natürlich alle, dass wieder in die Bildung investiert wird. Wir wollen natürlich auch alle, dass wir keine neuen Schulden aufnehmen oder dass sogar die vorhandenen Schulden abgebaut werden. Dafür brauchen wir jedoch Konzepte, die auch Sinn machen und nicht nur die reine Forderung. Denn wenn das nur gefordert wird ohne irgendeinen Plan der Umsetzung, dann ist das wirklich nur billiger Populismus. Und wenn ihr euch damit beschäftigt, wenn ihr schaut, wie denn die CDU wirtschaftspolitisch arbeitet und wie die Wirtschaftspolitik der AfD ausschaut, dann werdet ihr feststellen, dass die beiden wirtschaftspolitisch eine Einheitspartei sind. Und hier in Sachsen-Anhalt ist die CDU auf Platz 1 gewählt worden und die AfD auf Platz 2. Und da frage ich mich doch, wo ist das eine Protestwahl, wenn die beiden sich wirtschaftspolitisch so ähneln? Und es ist im Moment die Wirtschaftspolitik, die uns hier alle an den Abgrund führt und nicht die Flüchtlinge. Denn Deutschland ist aktuell hoch verschuldet. Wir haben in Deutschland eine ganz, ganz große Schere zwischen Arm und Reich. Wir haben Superreiche und wir haben eine ganz, ganz breite Masse an armer Bevölkerung. Und das sind absolute Missstände. Die CDU ändert daran nichts. Sie wird auch nichts daran ändern. Das ist letztendlich auch bedingt durch die letzten über 20 Jahre Wirtschaftspolitik. Ist das alles bedingt? Das sind alles Folgeerscheinungen dieser Wirtschaftspolitik. Und die AfD wird genau diese gleiche Politik verfolgen. Das heißt, es wird sich für uns nichts bessern. Es wird sogar alles noch schlimmer. Und das ist keine Alternative für uns, sondern es ist alles wirtschaftspolitischer Einheitsbrei.
Die Deutschen haben insgesamt 6 Billionen Euro auf der hohen Kante. Demgegenüber stehen knapp über 2 Billionen Euro Staatsschulden. Das klingt ja jetzt erstmal nicht schlecht. Ist nur die Frage, wenn wir 6 Billionen Euro haben, wo ist denn das ganze Geld? Nun, das reichste 1% der deutschen Bevölkerung hat davon 33%. Und das reichste 10% der deutschen Bevölkerung, die verfügen über 52% dieses Vermögens. Das ist eine extrem ungleiche Verteilung, zumal das ja dann in der Kurve so weitergeht. Weltweit sieht es dann noch schlimmer aus. Laut einer Studie der Hilfsorganisation Oxfam besitzen 62 Menschen so viel Geld wie die ärmste Hälfte der Weltbevölkerung. Und das ist geradezu obszön. Und wenn das so weitergeht, gehört demnächst 1% der Weltbevölkerung rund die Hälfte der gesamten Vermögenswerte auf der Welt. Und das ist ein extremes Ungleichgewicht. Da frage ich mich auch, wie wir denn wachsen sollen, wenn das Geld in den Händen so weniger Leute liegt. Die werden uns das ja wohl kaum schenken. Die können sich selbst gar nicht so viel kaufen, als dass die das Geld alle bekommen werden. Das heißt, das Vermögen wird immer in den Händen dieser wenigen bleiben, zumal, das wissen wir alle, Geld auch irgendwo Macht bedeutet. Und Macht teilt man nun mal nicht gerne. Also wie kommt es denn zustande, dass die einen so viel haben und die anderen so wenig? Vor allen Dingen, dass die einen so wenig sind und so viel haben und dass die anderen so viel sind und so wenig haben. Das bedeutet ja in der Praxis, dass die wir uns als Volk bezeichnen, weil wir nämlich die Mehrheit sind, dass wir ja auf der Seite sind, die so wenig haben. Und das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Denn wer erwirtschaftet denn hier alles? Es wird ja nicht alles von einer Minderheit erwirtschaftet. Das wäre ja praktisch unmöglich. Die Mehrheit, die erwirtschaftet auch die meisten Vermögenswerte. So, aber wir besitzen sie nicht. Wir dürfen sie halt nur erwirtschaften. Und wie kann sowas zustande kommen? Wie wird das Ganze überhaupt gesteuert? Gesteuert wird das Ganze durch Wirtschaftspolitiken. Jetzt versteht ihr vielleicht auch, warum ich Wirtschaftspolitik für so unglaublich wichtig halte, warum wir uns auch mehr dafür interessieren sollten. Um das Ganze mal zu veranschaulichen, nehmen wir mal unser System der Krankenkassen. Warum kann es denn sein, dass man nach 4.575 Euro sich privat versichern kann und aus dem ganzen System einfach aussteigt? Müsste es denn nicht so sein, ist das nicht Sinn einer Versicherung, dass die Starken die Schwachen stützen? Aber es ist in Deutschland so, dass die Starken sich einfach privat versichern und sich aus dem System komplett rausnehmen. Bei der Rentenversicherung sieht das ähnlich aus. Da gibt es eine Beitragsbemessungsgrenze. Verdient man mehr, dann steigt der Beitrag nicht. Das heißt, dass prozentual die Abgabe sinkt. Verdiene ich also im Monat bis zu, muss ich kurz schauen, bis zu 5.400 Euro bezahle ich volles Rohr an die Rente. Verdiene ich aber im Monat 1 Million Euro, dann bezahle ich genau den gleichen Beitrag wie jemand, der 5.400 Euro verdient im Monat. Und das kann doch nicht sein. Das bedeutet in der Praxis, dass die Mittelschicht eigentlich hier am stärksten belastet wird. Sie wird geradezu ausgenommen. Und die Reichen beteiligen sich an dem sozialen System am wenigsten. Die Beitragsbemessungsgrenze haben wir in den anderen sozialen Versicherungen wie Arbeitslosenversicherung und Pflegeversicherung haben wir das ebenfalls. Das macht keinen Sinn und dient höchstens dem Schutz des Kapitals der Reichen. Aber diejenigen, die eben, was weiß ich, nur 2.000 brutto verdienen, weil sie halt in der Gastro arbeiten, und das ist ja schon richtig gut hier im Osten, die werden prozentual gesehen am stärksten belastet, müssen da aber auch am meisten für arbeiten. Also das ist hier ein Schutz der Reichen und das wird von der CDU bisher so fortgeführt und in dem Wahlprogramm der AfD werden solche Themen überhaupt nicht angesprochen, Themen, die uns nun mal am meisten betreffen. Bei den großen Unternehmen sieht es ja noch schlimmer aus. Die bezahlen in Deutschland gar keine Steuern. Die machen einfach einen Deal mit Luxemburg, melden sich dort an und bezahlen auch dort dann ihre Steuern, obwohl aber die Gewinne in Deutschland hier gemacht werden. Und das betrifft die meisten großen Unternehmen. Die machen das entweder auf die Art und nutzen andere Steuerschlupflöcher und sowas wie Steuerparadies sagt euch ja sicherlich auch was. Und dagegen wird nichts unternommen, denn man möchte sich als Politiker ja schließlich nicht mit der Wirtschaftselite anlegen, denn die haben einfach
einfach viel zu viel Einfluss. Und die AfD weiß das genauso gut wie die CDU, dass man da lieber kuscht und den Schwanz einzieht und stattdessen weiter die Bevölkerung zum Sparen anhält und die Mittelschicht ausbluten lässt. Das ist eben der einfachere, konfliktfreiere Weg. Jetzt stellt ihr euch vielleicht die Frage, warum ich euch das erzähle, warum ich das für relevant halte, aber nicht die Presse, die ja jetzt auch gerne als Lügenpresse bezeichnet wird. Und das sage ich euch so, wie es ist. Es ist nicht die Aufgabe der Presse, euch zu informieren. Auch wenn wir in Deutschland Pressefreiheit haben, bringt die uns doch überhaupt gar nichts. Denn die Presse liegt in der Hand privater Unternehmen. Das sind Unternehmen und die müssen gewinnorientiert arbeiten, die müssen Produkte verkaufen und das möglichst erfolgreich. Die richten sich erstens nach dem Konsumverhalten und zweitens richten die sich einfach nach dem Willen ihrer Besitzer. Und das sind in Deutschland nicht viele. Es gibt ein paar Familien, denen gehören die meisten Zeitschriften, Zeitungen und Fernsehsendungen. Sowas wie Springer sagt euch mit Sicherheit was. Was glaubt ihr denn, was morgen eine Zeitung schreiben würde, wenn eine Partei die Reichensteuer drastisch erhöhen will, wenn doch die Besitzer der Zeitungen selber stinkreich sind? Ich würde sagen, nicht bild dir deine Meinung, sondern wir bilden deine Meinung. Diese Partei würde natürlich zerrissen werden und weder eine CDU noch eine AfD oder die anderen etablierten Parteien wollen das, wollen sich mit den Medien anlegen und beziehungsweise mit den dahinterstehenden Wirtschaftsbossen. Also Leute, es ist Geld da, nur es ist extrem ungerecht verteilt und das Ganze wird auch immer schlimmer. Und die Flüchtlinge haben mit dieser Problematik überhaupt gar nichts am Hut. Und ob wir uns da jetzt um die Flüchtlinge kümmern, denen was zu essen geben und eine Unterkunft, oder ob wir das nicht tun, das wird an eurer Situation überhaupt gar nichts ändern. Nicht solange ihr CDU, FDP, SPD, die AfD, die ganzen Einheitsparteien wählt. Einheitspartei, weil die wirtschaftspolitisch alles gleich machen, weil sie sich alle mit den Wirtschaftseliten nun mal nicht anlegen wollen. Die einzige Partei, die für soziale Gerechtigkeit steht, richtig mit Konzept und mit Plan, das ist die Linkspartei, für mich zumindest. Ich habe die auch am Sonntag gewählt. Ich habe mich vorher gut informiert, das habt ihr ja vielleicht schon ein bisschen mitbekommen. Ich habe mir eben das Wahlprogramm der AfD durchgelesen. Ich verfolge schon lange die Politik der CDU. Ihr könnt euch, das würde ich euch wirklich nahelegen, mal die Bundespressekonferenzen anschauen. Die werden vom Kanal Thilo Jung hochgeladen. Da werden ständig Fragen gestellt und die Sprecher der einzelnen Ministerien der Bundesregierung können sich dazu äußern. Da kriegt ihr wirklich die Informationen aus erster Hand direkt von der Regierung. Und ich habe letztendlich den Schluss gezogen, dass weder die CDU noch die anderen etablierten Parteien und auch nicht die sogenannte Alternative für Deutschland da tatsächlich was besser machen wollen. Die machen alle wirtschaftspolitisch das Gleiche und das wird uns, wie ich schon sagte, an den Abgrund führen. Ich bin der Meinung, die einzige wirkliche Alternative ist im Moment die Linkspartei. Ob die es tatsächlich besser machen werden, das kann ich nicht sagen. Ich bitte euch daher, informiert euch über die Parteien, die ihr da wählen könnt. Lasst euch nicht so einfach ablenken durch die Medien. Lasst euch nicht ablenken durch diese sogenannte Flüchtlingskrise. Vorher hatten wir andere Themen gehabt. Ich beobachte das schon seit Jahren. Mal einen kleinen Auszug. Ich habe mir das mal so ein bisschen aufgeschrieben. Das habe ich aus dem Kopf aufgeschrieben. Da hatten wir jetzt Islam, Ebola, BSE, Vogelgrippe, Schweinegrippe, Dioxin, Pferdefleisch, eine Lasagne, Gammelfleisch. Und immer so weiter. Und das wird auch so weitergehen. Nach den Flüchtlingen kommt das nächste Thema. Das verspreche ich euch. Es geht nur darum, euch zu beschäftigen, damit ihr nicht mitbekommt, dass beispielsweise jetzt aktuell TTIP verabschiedet wird. Es wird immer noch verhandelt, obwohl so viele Bürger dagegen sind. Ich bin auch dagegen. Beschäftigt euch auch mal mit TTIP. Das ist eine reine Katastrophe. Das wird unseren wirtschaftlichen Untergang nur noch beschleunigen. Und sich zu informieren ist nie schwer. Es gibt Leute, die können das noch wesentlich besser als ich, auch unterhaltsamer. Ich kann euch da empfehlen, Uwan Priol, Volker Pispers, Christoph Sieber oder auch Georg Schramm. Schaut euch die Anstalt an, beziehungsweise Neues aus der Anstalt. Das sind alles Kabarettisten, die sind nicht nur sehr unterhaltsam, sondern auch informieren.
richtig gut und auch leicht verständlich. Thilo Jung habe ich euch schon empfohlen, der hat die BBKs hochlädt, also die Bundespressekonferenzen. Der führt auch Interviews und da erfahrt ihr wirklich sehr viel. Und dann könnt ihr euch auch ein gesamtheitliches Bild machen und vielleicht fällt es euch dann auch ein wenig leichter, euch bei der Wahl dann zu entscheiden. Und dass damit hier künftig in Deutschland auch tatsächlich mal ein bisschen was besser läuft. Also in dem Sinne, lasst euch nicht ablenken und bis zum nächsten Mal.